Und weiter geht's. Da bin ich auch schon wieder. Das ist das zweite Päckchen, quasi Geburtstagspäckchen. Ich habe es jetzt schon mal aufgeschnitten und die Adresse weggemacht. Das ist übrigens von der lieben Michaela. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Elas Bastelwerkstatt, glaube ich. Oh mein Gott, ich echtes Hirn, das ist, ja. Oh, ich glaube es. Ich suche den YouTube-Kanal raus und verlinke euch wieder unten in die Infobox. Auf jeden Fall haben wir hier die kleinen Überraschungen. Muss man zur Seite stellen. Kein Platz mehr hier. Und da haben wir einmal und zweimal Muscheln, weil sie war im Urlaub und hat mich gefragt, ob ich gerne mit Muscheln basteln würde, möchte. Und da habe ich gesagt, ja, immer her damit. Und dann hat sie mir einige geschickt. Ihr Mann hat fleißig mitgesammelt. Und da freue ich mich natürlich. So eine Auswahl. Oh, schaut doch mal die an, die ist ja mal geil. Oh mein Gott, so viele. Ey, da freue ich mich ja aber. Oh, ich glaube, die ist kaputt gegangen ein bisschen. Aber ist ja nicht so schlimm. Oh mein Gott. Wenn du überlegst, im Teddy oder so zahlst du Haufen Geld. Die ist ja auch mal cool. Wow. Was die Natur alles so zusammenbringt. Genau, es sind auf jeden Fall noch viel, viel mehr drin. Die möchte ich jetzt gar nicht alle rausholen. Vielen lieben Dank dafür, da freue ich mich. Ich habe schon Ideen. Ja, Ideen sind da. Die Zeit fehlt bloß immer. Weil eigentlich, ja, wie gesagt, will ich ja nicht jammern. Hatte ich ja heute eigentlich frei und meine Zeit. Und ja, ich habe bis jetzt nichts gemacht, außer ein bisschen, nur Kleinigkeiten und ja, sonst nur, ja. Rennerei, da haben wir auch nochmal welche. Mache jetzt aber auch nicht auf. Ne? Haben wir auch nochmal Muscheln. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank dafür. Da muss ich aufpassen, dass die nicht kaputt gehen. Dann geht's weiter. Haben wir denn eigentlich einen Brief? Bestimmt. Das schaut... Oh mein Gott! Das ist ja auch cool. Oh, auch die Torte ist hier hübsch. Mensch, ich möchte die ganz dicke aufheben. Oh! So, gucken wir doch mal rein. Ich muss ja leider kaputt machen. So, mal gucken, ob ich das vorlesen darf, vorlesen kann. Ja, ich denke, das kann ich zeigen. Da steht jetzt nichts drin. Na, schreibt sie, hallo Natascha, ein kleines Vögelchen hat mir erzählt, dass du Geburtstag hast. Ja. Und dazu gratuliere ich dir ganz herzlich, wünsche dir von Herzen, dass all deine Wünsche in Erfüllungen gehen mögen. Hab dich ganz doll lieb, meine Süße. Viele liebe Grüße sendet dir Michaela. Vielen lieben Dank. Auch das Papier ist ja mal mega süß. Ich heb euch übrigens die ganze Post auf. Also ich habe wirklich schon einen ganzen Karton voll Post von euch allen. Auch die Karte ist ja mal mega schön. Seht ihr das? Wow, sehr cool. Und da hat sie mir hier noch so ein paar Pferdchensticker mit rein. Die sind ja auch süß, ne? Oh. Die sind ja schnuffelig. Und hier haben wir noch eine geile Postkarte. Mögest du im Goldregen tanzen, unter Sternenschnuppen schlafen und immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, ist die süß. Dankeschön. Die ist ja echt mal hübsch. Mal schauen, wo ich die hinmache. Oh, das ist echt hübsch, Mensch. Vielen lieben Dank. So, was haben wir da? Bitte zuerst öffnen. Okay, das machen wir doch. Ja, das ist ja auch echt eine sehr coole Idee mit so einem Bindering hier. Auch die Tüte ist ja süß. Das ist bestimmt aus dem Woolworth.
Die werde ich nicht wegschmeißen, die werde ich weiter benutzen. Was haben wir denn da? Ach so, Candy Cards. Oh, die sind ja auch mal süß. Steht da Happy Birthday? Ah, oh, Moment. Toll, mein Kakao hat getropft. Mal auf die Seite legen. Steht da Happy Birthday? Vor allem Birthday. Ach, der ganz... Die Muscheln haben gesaut. Da bleiben. H-A-P. Happy. Ja, tatsächlich. Happy Birthday. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, weil es geht dann immer hier drauf und es ist weg. Das ist ja auch mal sehr, sehr cool. Mensch, hast du echt viel Mühe gegeben. Hast fleißig gestanzt, ne? Sehr cool. Dankeschön, da freue ich mich aber. Das werde ich bestimmt irgendwo als Gelande dann nutzen. Vielleicht für meine Kleine nächstes Jahr zum Geburtstag. Packe ich wieder da rein. Sehr cool, dankeschön. Auch die Tüte ist ja mal cool. So. Das fühlt sich schwer an. Die Verpackung ist ja auch cool. Hast du die selbst gemacht? Bestimmt, ne? Mal. Cutter. Nein, ich würde es nicht kaputt machen. Obwohl, es langt eigentlich an der Seite. Was haben wir da? Schaut mal! Wow! Die ist ja mal cool. Hammergeile Farben. Seht ihr das? Ja, ne? Es kommt aber gar nicht so rüber. Die sind total schön, die Perlen. Oh mein Gott. Ey, die ist ja mal echt cool. Und auch die Charms hier unten. Ist das der vom Action, was ich dir geholt habe? Oh mein Gott, sind die hübsch. Oh mein Gott, vielen lieben Dank. Ja, jetzt wenn ich die ganze schöne Post sehe, dann wird... mir gleich warm ums Herz. Da geht es mir dann gleich schon viel, viel besser, Mensch. Vielen lieben Dank. Die packe ich aber erst einmal wieder zurück. Weil wartet ja noch einiges auf mich. Mensch, vielen lieben Dank. Da freue ich mich. Geht mir jetzt richtig das Herz auf. Bei der ganzen schönen Post. Auch gerade von der Jessie. Dann haben wir hier nochmal so, also richtige Candy Cards. Die sind ja auch mal hübsch. Sehr schön. Die schauen fast so aus wie meine, was ich in Halloween-Style gebastelt habe. Möchte ich gar nicht verbasteln. Mal gucken, vielleicht hebe ich sie auf. Vielen lieben Dank dafür. Oh, so viel. Hat sie mir so ein Loaded Envelope gebastelt? Aus so einer Papiertüte. Ist ja auch mal eine coole Idee. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Oh, schaut mal. Hihi, ist die nicht süß? Oh, wird mal gleich besser gelaunt. Oh, ja, so ein Frust-Eisbecher hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Schauen wir doch mal rein. Die sind ja auch mal echt hübsch. Das sind so Epoxy-Sticker, ne? Die sind ja auch mal hübsch. Seht ihr das, wie irisierend die sind? Ja, ne? Wow, sehr cool. Also ihr merkt, meine Laune steigert sich. Dann haben wir hier so einen kleinen Mix aus, wie heißen sie denn? Ja, so Glitzersteinchen, genau, danke. Auch sehr, sehr cool, sowas geht auch immer, so ein kleiner Mix. Vielen lieben Dank dafür. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geburtstag ist schön. Ja, Happy Birthday passt.
haben wir so einen kleinen Mix an Streudeko, Pailletten, wie man auch immer dazu sagen möchte. Mal hier Luftballons. Ich hoffe, man erkennt es hier. Das Grüne ist ein Luftballon. Dann Herzen. Happy Birthday. Sehr cool. Kann man auch für Karten und Card Candy sehr gut nutzen. So. Erste Fach ist leer. Ja. So, kommen wir zum zweiten. Ja! Da haben wir noch mehr. Oh mein Gott. Schaut mal. Ach, das sieht man gar nicht. Ich möchte es aber ungern aufmachen. Ne, ich möchte es echt ungern aufmachen. Auch das Washi-Tape hier ist hier oben süß. Oh, schaut mal. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Für die Vögel. Happy Birthday. Oh, so viel Mühe und so viel Liebe macht ihr euch immer, Mensch. Auch die liebe Jessie. Echt so schön. Oh mein Gott. Seht ihr das? Seht ihr gar nicht das Vögelchen, ne? Ich glaube, ich mag es doch einmal auf. Ich will eigentlich gar nicht. Ich will nicht. Weil es so schön verpackt ist. Ne, das ist ein Zipperbeutel. Das ist keine schlechte Idee mit so Zipperbeuteln. Weil ich benutze ja eigentlich immer diese Folienbeutel. Aber das mit den Zipperbeuteln ist echt eine gute Idee. Ich hoffe, mein Speicher reicht. Schaut mal. Das ist ja auch mal mega schön. Das könnte ich für mein Album benutzen, was ich dann mal demnächst bastel, wenn das Papier da ist. Oh, so schön. Auch das hier ist mega, mega schön. So eine Bordüre. Oh, ist alles so schön und glänzt so schön. Dann haben wir hier auch nochmal so Bordüre mit Blättern. Auch sehr hübsch. Mensch, wo hast du das ganze Zeug hier? Da haben wir auch nochmal so Herzen. Und hier auch nochmal so Bordüren. Die sind echt hübsch. Die sind aus Plaste. Also aus Plaste, würde ich sagen. Ja, also die sind nicht aus Stoff. Die sind aus Plaste. Ihr kennt die vielleicht. Sowas habe ich noch gar nicht. Sowas kann ich echt gut gebrauchen. Macht sich bestimmt gut auf das Album, was ich vorhab. Auch die hier sehr, sehr schön. Auch die Farben, wow. Sehr cool, vielen lieben Dank. Und dann, schaut mal, sind die nicht knuffig? Das sind Vögelchen. Zwei Täubchen, die sind auch sehr cool für das Album, was ich vorhab. Also ich glaube, die denke ich, werde ich gleich hier unten lassen, bei mir. Vielen lieben Dank. Stell ich mal gleich an die Seite. Und dann haben wir noch so einen Stickerbogen hier drin. Die sind ja auch mal hübsch. Happy Birthday. Der Hase hier unten. Sehr cool. Sehr schön, da freue ich mich. Habe ich auch nichts vergessen. Sehr schön. Auch das leere Loaded Envelope werde ich auch auf jeden Fall aufheben. Ich hebe alles auf, was ihr gebastelt habt. Von jedem. Vielen lieben Dank dafür. Die lege ich mal zur Seite. Die mache ich mir wieder fest. Ich hoffe, mein Speicher hält noch so lang aus. Wie, ist es das, was ich denke? Ja, es ist das Pferdchen, was ich denke. Was du gefragt hast, was ich haben möchte. Ja, Tatsache! Das ist das Pferdchen von ihr. Oh mein Gott, ist das hübsch und so schwer. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, ist das hübsch. Schaut mal. Ist aus Samt hier. Also ist mit Samt überzogen. Oh, mega schön. Es bleibt auf jeden Fall hier stehen. Vielen lieben Dank. Das finde ich so knuffig. Ja. Nein! Nein! Ist der knuffig? So eine kleine Robbe. Oh mein Gott, ist die süß. Oh, ist die süß. Das ist so ein Robbenschlüsselanhänger. Oh mein Gott, ist die knuffig. Oh, dankeschön. Der wird auch einen kleinen Ehrenplatz bekommen hier irgendwo bei mir. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich habe bald keinen Schreibtisch mehr. Steht bald alles voll. Dann
Haben wir ja auch nochmal so Card Candies. Oh mein Gott, die sind ja auch mega, mega hübsch. Die sind ja auch mal mega hübsch. Oh mein Gott. Ach, selbst gemacht. Hat sie so einen Stempel bei im Woolworth, glaube ich, war das. Hat sie sich den gekauft. Mega hübsch. Vielen lieben Dank. Dann. Rausholen. Mal hier so einen tollen Schlüsselanhänger. Der ist bestimmt auch aus dem Urlaub, ne? Der ist ja auch mal mega hübsch. Vielen lieben Dank. Hier ist so ein oh, schau mal, das ist etwas angedütscht angekommen. Achtung, zerbrechlich. Oh. Das muss ich leider abschneiden. Sonst kriege ich es nicht auf. Tut mir leid. Oh mein Gott. Sind die mega? Nein! Wie cool sind denn die? Oh mein Gott, seht ihr das? Die haben Brillen und kleine Hüte. Das sind so Schildkröten aus Muscheln. Oh, die sind ja mal mega cool. Wie bescheuert die einfach gucken. Oh, sind die cool, Mensch. Dankeschön. Da werde ich auf jeden Fall ganz doll aufpassen. Die werde ich nicht hier stehen lassen. Die werde ich bei uns in die Vitrine stellen. Aber bei meinem Glück fallen sie irgendwann noch mal runter. Vielen lieben Dank dafür. Mein Gott, sind die süß. Dann haben wir ganz viel Glitzer in Glasfläschchen. Auch Glitzer geht auch immer. Da haben wir auch noch mal Glitzer. Ist ganz fein, ne? Und hier in so geilem Rosa. Total geil, die Farbe. Mensch, vielen lieben Dank. Glitzer geht immer. Lass es Glitzer regnen, ne? Sehr cool. Dankeschön. Haben wir hier noch was. Das total schön Serviette eingepackt. Mit hier noch ein Perlenengel. Der ist ja auch echt knuffig. Oh, da, ich muss mir auch mal Flügel bestellen. So, will ich eigentlich gar nicht kaputt machen. So viel Mühe macht ihr euch immer, Mensch. Befüll mich, steht unten drauf übrigens. Aber könnt ihr, glaube ich, gleich sehen. Ich muss doch aufschneiden. Oder kriege ich ihn doch so auf? Na? Ja, ich krieg's auf. Weil als Bastler kann man ja alles wiederverwenden. Oh, dieser süße Perlenengel, der bleibt auf jeden Fall bei mir als Glücksbringer. Mal schauen, wo ich den hinmache. Ich lege nochmal dahin erst einmal. Dankeschön. Dann haben wir ein Schleifchen, das Schleifenband, das kommt weg. Da steht Befüll mich. Bin ja mal gespannt. Ich möchte es eigentlich gar nicht aufrupfen. Auch die Serviette ist so mega, mega schön. Sterneköchin. Ist das ein Backbuch? Ist das echt ein Backbuch? Tatsache. Das ist ja auch mal mega. Auch eine sehr, sehr coole Idee. Oh Mensch, sie kommt immer so auf tolle Ideen. Na, da könnte man jetzt theoretisch dann das Bild hinkleben und da ist Rezept oder umgedreht. Mensch, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall meine Lieblingsrezepte reinschreiben. Ich glaube, die Idee klaue ich mir mal und bastel die irgendwann einmal nach. Natascha steht da. Oh Mensch, auch wieder mit so einem schönen Charme und vielen lieben Dank. Das ist echt schön und so viel. Ihr macht immer so tolle Sachen und ich freue mich immer so toll. Oh ja, jetzt man merkt, die Laune wird besser. So, liebe Michaela, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn
Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Tschüss.